warum sehen Sie mich so an? Sagen Sie es ihr. Was sagen? Was zur Hölle ist hier los? Als Sie den Xenomorph im Gesicht hatten. Ich hab doch gesagt, der war tot. Mit mir ist alles in Ordnung. Sah er knochig aus und weiß? Fast wie eine Spinne mit Schwanz? Ja, mein Hals tat etwas weh, aber ich bin okay. Bella, Sie werden sterben. Woher wollen Sie das wissen? Was ist mit Keith passiert? Wie lange? Stunden, vielleicht einen Tag. Ich muss mich übergeben. Los, weiter. In der Nähe gibt es eine Kolonie, Hadley's Hope oder was davon übrig ist. Unsere Funkverbindung nach da unten funktioniert nicht. Wir müssen alle, die von der Sulaco übrig sind, dorthin bringen. Was ist da geschehen, Sir? Der atmosphärische Prozessor ist anscheinend mit der Wucht einer 40-Megatonnen-Bombe in die Luft geflogen. Das klingt nicht gerade erfreulich. Das ist alles, was wir haben. Also weiter. Sir, wollen Sie uns verraten, was da mit Wei Yu passiert ist? Ich denke, es ist klar, dass sich die United States Colonial Marines mit Valent Titanium Krieg befinden. Sie waren im Kryo-Schlaf, als sie auf Fury 161 gelandet sind. Heißt das, Wayland ist an Bord des Schiffes gegangen und hat es hierher gebracht? Warum? Das macht doch keinen Sinn. Nein, macht es nicht. Augen auf. Habt ihr das auch gehört? Ich will nicht bleiben und rausfinden, was das war. Es sieht vielleicht nicht nach viel aus. Aber Hadley's Hope ist unsere beste Chance. Dort können wir eine Operationszentrale aufbauen. Also gut, dann zur Operationszentrale und absichern. Wir müssen über 100 Leute zusammentrommeln. Empfängt was. Sie haben da irgendjemandes Habseligkeiten aufgespürt. Mann, keinen Fehlalarm, bitte.
Günther, schweißen Sie die verdammte Tür auf. Wir müssen das jetzt zum Laufen bringen. Bishop, sehen Sie, was Sie tun können. Natürlich, Sir. Legen Sie die Smart Gun dort auf den Tisch. Günther, machen Sie sich am Terminal zu schaffen und bringen Sie den Tisch zum Laufen. Also gut, bewegt euch hierher. Bishop und ich werden hier alle Systeme diagnostizieren, die starten. Bella und Raid gehen zum Funkturm und stellen eine Verbindung zu unseren Jungs da draußen her. Holt alle hierher. Sir, ich würde Sie gern begleiten. Ich könnte Sie beschützen. Sparen Sie sich das, Babyface. Sie gehen mit Winter sich in die Umgebung und bringen Bewegungssensoren an, die wir überwachen können. Verstanden. Wird erledigt, Sir. Bringen wir die Sensoren an. Ich will wieder zurück. Ich weiß. Hiermit schützen wir uns alle, nicht nur Bella. Bishop, hier ist 3-3. Der erste Bewegungssensor ist angebracht. Verstanden, Winter. Bleiben noch 4 weitere. Okay, der zweite Sensor ist jetzt aktiviert. Verstanden, 3-3. Machen Sie weiter so. Bishop, die Verbindung zu Sensor 3 sollte stehen. Over. Verstanden, Winter. Klares Signal auf Sensor 3. Okay, Bishop. Sensor 4 müsste funktionstüchtig sein. Verstanden, Winter. Einer noch. Actual, bitte kommen. Sensor 5 einsatzbereit. Sie sollten ihn empfangen. Bestätigen Sie. Roger, Winter, das sieht sehr gut aus. Mir nach. Ich gebe dir Deckung, Mann. Winter, stellen Sie das Geschütz neben die Munition.
eingeschaltet haben. Reed und Bella sitzen im Dunkeln. Wir müssen den Funkturm unbedingt zum Laufen bringen, um Kontakt mit unseren Marines aufzunehmen. Allein überleben wir hier nicht lang. Es gibt einen Tunnel, der direkt dorthin führen sollte. O'Neill, Winter, nimm die Smart Gun mit. Hol die Mädels zurück. Durch das Abwassersystem kommt ihr zum Funkturm, verstanden? Verstanden, Sir. Winter, gehen wir. Schießen, wenn es sein muss.
Der Raum ist freigeräumt! Winter, O'Neill, hört ihr mich? Bishop hat das Kurzwellensignal verstärkt, verstanden? Verstanden. Wir hören Sie, Axel. Das Signal ist schwach, aber wir können Sie verstehen. Verstanden, Tuan. Wir sehen Sie. Sie sind etwa 30 Meter vom Aufzug entfernt. Verstanden, Sir. Irgendwas stimmt nicht. Mir nach! Ich öffne ihn.